Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Büb Ketzmann und ich führe Sie jetzt durch diese erste Kolumne Bübs Bilanz. Und ich hoffe, wir werden uns noch häufiger sehen oder zumindest Sie mich. Ein besonderes Ereignis wirft seine Schatten oder seine Strahlen voraus. So müsste man ja sagen, am Sonntag findet der Rosenmontagszug statt. Das hat nur indirekt etwas mit dem Klimawandel zu tun, dass er dieses Jahr am 8. Mai, also so spät im Jahr, stattfindet. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich ganz besonders. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin ja in Köln aufgewachsen. Von daher habe ich schon als Kind ganz früh Kontakt zu diesem Thema bekommen. Und der Ausspruch der Zuggüt, das habe ich schon sehr früh gelernt, war kein Hinweis auf einen unbeschrankten Bahnübergang, sondern auf den Fastnachtsumzug. Und der Rosenmontagszug, das ist ja die Mutter aller Fastnachtsumzüge. Und deshalb passt das auch, dass der Rosenmontagszug in diesem Jahr dann am Muttertag stattfindet. Am 8. Mai, die Natur ist schon sehr weit. Wir schauen uns das mal an. Hier gibt es jetzt die Steigerung auch am Schillerplatz, mitten in der Mainzer Innenstadt. Die Steigerung von Urban Gardening, das Urban Spargeling. Hier wird jetzt der städtische Spargel angepflanzt. Er ist deutlich kleiner als die ländlichen Artgenossen. Aber er ist auch sehr, sehr scheu. Man muss also, wird das demnächst sehen, wenn dann die Ersten kommen hier zum Spargelstechen. Der Spargel ist ja sehr beliebt in dieser Jahreszeit, vor allen Dingen bei den Männern, weil diese scharfen Ausdünstungen, die man dann von sich gibt, dann sehr gut sich dazu eignen, das Revier zu markieren. Auch kommen wir zurück zum Rosenmontagszug. Ich wäre ja so gern da oben auf dem Oststeiner Hof, auf dem Balkon, würde den Massen zujubeln und mir das alles anschauen. Und aber im Vorfeld will ich noch einen Tipp loswerden. Wir machen ja auch so ein bisschen Lebenshilfe. Einen Tipp loswerden unter Investoren gibt es einen Geheimtipp im Umfeld des Rosenmontagszugs. Kaufen Sie, wenn es irgendwie geht, Zugplakettchen. Das ist jetzt nicht die originale Zugplakette, die wird erst kurz vorher dann für den Verkauf freigegeben. Erst seit wenigen Tagen ist sie im Verkehr und ich kann Ihnen nur raten, decken Sie sich reichlich mit Zugplakettchen ein. Denn das ist eine Investition in die Zukunft. Wenn Sie es mal vergleichen mit anderen Investmentarten, zum Beispiel Aktien. Sie wissen dann, wie Sie ein kleines Vermögen machen können, indem Sie mit einem Großen an die Börse gehen. Wenn Sie da damals statt Telekom-Aktien sich ein paar Kästen Bier gekauft hätten, das Bier getrunken, das Leergut behalten, hätten Sie heute mehr als von den Telekom-Aktien. Ja, und dann nehmen Sie Immobilien, zum Beispiel wird immer gesagt, Betongold, das ist die Zukunft, Betongold, da sollte man rein investieren. Die Sprache der Makler ist doch schon verräterisch. Ne? Die haben doch immer so eine ganz eigene Sprache. Dann so, wenn da steht, in diesem Haus können Sie Ihre Ideen verwirklichen. Ja, dann wissen Sie, das ist eine Bruchbude, da können Sie froh sein, wenn überhaupt ein Dach drauf ist. Oder ein gemütliches Eigenheim. Dann ist es wahrscheinlich so eng, dass Sie durch den Flur nur kommen, wenn Sie sich vorher mit Vaseline eingeschmiert haben. Oder neben Gold. Gold kann man allenfalls sich in den Mund tun. Oder Lebensversicherung. Ich möchte nicht wissen, wie viele Beziehungen, wie viele Familien schon kaputt gegangen sind an diesem Misstrauen. Da würden Sie ein Pilzgericht essen, von was jemand zubereitet hat, der Nutznießer Ihrer Lebensversicherung ist. Deshalb kaufen Sie Zugplakettchen, denn Zugplakettchen sind auch kulturell bedeutend. Sie wissen ja, wo die Zugplakettchen hergestellt werden. Und das ist auch kein Zufall, in China. Denn ursprünglich sind sie im chinesischen Kulturraum entstanden. Die Terrakotta-Armee waren frühe Beispiele dann der Zugplakettchen. Nehmen wir einen anderen Kontinent, die USA, wenn Sie New York dann sich das anschauen, die Freiheitsstatue ist nichts anderes, Sie werden es sehen, wenn Sie in die Andenkenläden rundherum gehen, als ein riesengroßes Abbild dieser ganzen Zugplakettchen, die Sie dort in den Andenkenläden erstehen können. Also decken Sie sich mit Zugplakettchen ein, kommen Sie am Sonntag, aber vergessen Sie über diesen großen, wahnsinnigen, bombastischen Ereignissen auch nicht die kleinen Kostbarkeiten im Leben. Mir ist die Tage wieder sowas passiert. Ich komme die Straße lang, steht so ein Trupp junger Kerle und der eine sagt dann einen Satz, was der wirklich eine Perle der Poesie, der Alltagspoesie war. Er sagte nämlich, dann hat der Typ gesagt, ich habe euch nicht angezeigt, ihr habt mir ja nichts gebrochen. Ist das nicht schön? Damit bis demnächst. Tschüss.